Herzlich willkommen zur heutigen Folge auf dem Marsch. Wir aktuell versuchen wir den Traktor in Gang zu kriegen. Da ist ein bisschen anhelfen, anschieben, den Marsch drücken und ja. Und so haben wir uns gerettet aus der Situation. Diese können gar nicht so blöd denken, wie es kommen kann, ne? Ein weiter. Wir pressen noch nebenbei die Ladeballen. Das macht er gerade schön. Ein Stück. Ein Ball hat 10.000 Liter. Ich habe 4.000. Auch gut, ne? Jo. Ansonsten. Entschuldigung. Mir fällt gerade Mais, wollen wir nacharbeiten. Ich hätte auch Schluck auf hier. Ja, entlassen. Jetzt können wir Motorschaden. Hier noch ein paar Ecken nacharbeiten. Da fangen wir gleich mal ganz, ja, ganz oben an. Das werden wir mal ausklappen. Und dann werden wir mal gleich reparieren. Lohnzahlung, also Geld wollen die gerne auch noch haben. Ja. Das ist der Ball mit der Ballenpresse und mit der Maishäcksler. Und der Abfahrer will Geld abziehen, nicht normalerweise. Ja. Wie gesagt, ein paar Sonnenblumen hier heute ansehen. Ich denke mal, das kriegen wir noch hin bis zum Saisonmatt. Weil dann will ich alle Felder maximal gekuppert haben. Außer die Wiesen. Die Wiesen hinten lassen. Könnte aber sein, dass die auch entsprechend nackig sind. Der. Denn der Ziesenmod stellt alles Fakten auf Null, weil im Frühjahr, im Herbst oder im Winter ja nichts gepflanzt werden kann. Im weiteren Verlauf kann man dann entsprechend im Herbst ansehen, das bleibt dann, aber ansonsten die Fort auf Null gestellt, damit es entsprechend alles synchron läuft. Sonst funktioniert das nicht. Bei den Wiesen war das früher egal, da waren ja keine Felder in der Sonne. So. Da habe ich euch auch angesehen. Dann können wir ja hier bald sehen, dass wir hier Sonnenblumen kriegen. Wir kommen langsam Hunger. Ich glaube, wir Viertel sieben. Wir brauchen Zeit, um zu essen machen, ne? Irgendwas. Ich wünsche allen einen schönen Samstag. Ich sage schon mal alles. Danke fürs Reinschauen. Kommentarfunktion kann genutzt werden. Aber wenn nicht, ist auch nicht die Frage. So, jetzt haben wir noch eine Ecke noch. Dann haben wir ein Feld fertig. Dann dürfen wir nicht vergessen, das nachher zu komische Ecke. Müssen wir rausfahren und die Ecken mal so mitnehmen. Die beiden Ecken.
Ah, jetzt ist die nächste Vorhersage da. Bewölkt. Naja. Wenn man da. Wenn das so weit ist, dann werden wir auch schlafen. So. Und X, wir haben fertig. Dann werden wir nachher die Feld 2 flügen. Den werden wir gleich reparieren. Reparatur. Tut Not. Na, nicht übers Gerät fahren. So. Ich musste genau passen. Und ich noch R drücken, das ist eh. Ja, das ist auch gut. Kurz gucken. Ja, das wurde warm. Den auch. Das macht mir jetzt gewickelt, ja. Gewicht hat so in dem Sinne keine Auswirkung, denke ich mal. Hat nichts festgestellt. Das tanken wir auch noch nicht. Hier fahren wir in die Garage rein. Da haben wir keinen Platz. Also wir dringend Laterne haben. Ich habe das Ding nicht weggemacht hier, der Schuppen hier. Das war nicht, ne? So. Jetzt wollen wir Milch. Und wir zurückfahren. Er lässt sich leer besser lenken. Da können wir den Ball einsammeln. Natürlich blöd. Weil der Raps der ja nicht reif wird, ne? So. Drehen wir rechts immer ab. Oder aus. Müssen wir schon mal vorbereiten. Wo wir hier noch nicht anfangen können, aufgrund des Wetters. Aber irgendwo hier ist der Wetter noch mal einstellen. Und Räder einklappen. Sauber. Na,
Treibt der sich um? Kollege Abfahrer, wo ist er? Oh, der ist voll. Hier bei mir ist Traktor, alles kaputt. Das heißt, hier werden wir hier mal kurz Reparatur machen. Wird ja sein. Die hat eine Heule. Ah, wir haben einen Maisgebiss da. War der voll? Junge, fahre nicht hier fest. Ich koche mir jetzt. Fahr mal selber. Verkehrter Modus. Kommt da sich entfernen. Puh. Das heißt, wir müssen umstrukturieren. Ich weiß nicht, ob jetzt die Silos im Silo nicht so fucky sind. Das weiß ich nicht genau. Sollen wir nicht kurz löschen. Dann fahren wir einen neuen ein für BGH. Tja, das ist natürlich 800.000 von der Nummer, ne? Hätten wir Gras nicht hinbekommen, hätten wir bestimmt etliche Wiesen machen müssen. Schauen wir, welches Video wir nehmen. Die erste und letzte. Mal sehen. Was denn noch? Das größte war hier. Das größte, ja. Nehmen wir das größere, ne? Warum kleckern? Wir können noch klopfen. Muss ich das noch kaufen, glaube ich. Schleichtierfliege. So. Na, das gehört mir. So. Ein I. Ich werde nicht schnell fahren und sind gleich leer. Dann will ich da nicht mehr zurückfahren. So. Normal müssen wir jetzt mit zwei fahren, aber das wird nichts hier. Dann drehe ich durch. Das nicht klappt. Wir haben noch ein Maisfeld.
Ja, und dann regnet man ja auch, ne? Das könnte man ja schön Mais machen. Raps, Raps wollte ich sagen, aber das sieht ja nicht mehr aus. Da müssen wir nämlich ein Fett verdichten, dann ein paar Gewichte kaufen. Müssen wir schauen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das Ding voll kriegen. Ja, was speichern wir denn hier? Silage für. Nee, Mais für. Mais. Für. Süd. Normalerweise. Der lügt, keine Reichweite. So, was macht unser Grasfuzzi? Der hat noch ein bisschen, nicht viel, aber ein bisschen. Tja. Ja, mal Grasballen sammeln, ne? Mal sehen, was wir hier realistische Gewicht haben. Ob hier der LKW zusammenbricht oder unser kleiner Anhänger hier. Können wir die Ballen schön reinpacken und Trigger. Das Gras kann man nicht mehr düngen, das ist schon fertig. Wie gesagt, eine hält ja nur 10.000, ne? Nicht mehr wie früher, 4.000. Das ist ein Ballen. Ohne Folie? Hier ein Ding. Ach, hat er mal Heu erwischt? das finde ich halt blöd, ne? Was sagt unser Gewicht? 17 Tonnen, ja. Oh, die Fahrt, das soll es für heute gewesen sein. Entschuldigung. Würde mich freuen auf Wiedersehen. Morgen geht's weiter oder die zweite Folge heute. Entschuldigung. Mal schauen, wie Winkel. Bis dann.